Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hausflipper. Wir richten uns heute unser Wohnzimmer ein. Aber mal schauen wie. Platz haben wir ja genug. Ja. Wir suchen erstmal nach einem Sofa. Hier haben wir die Sofas. Was nehmen wir denn für eins? Wir könnten zwei von solchen nehmen und über Eck stellen. Stopp, Sofa drinne bleiben. Also hier passt kein Sofa. Hier könnte der Fernsehschrank hinkommen. Da ist aber keine Steckdose. Aber das ist ja egal. Da oder da. Hier gibt es irgendwie gar keine Fernsehsteckdose. Lol, okay. Ne, die kann ich nicht einreißen, schade. Das Sofa stellen wir hier an die Wand. Was haben wir denn zur Auswahl? Hier haben wir ein schön. Oh, ein Ecksofa. Nein. Mal braun oder weißes Leder. Das ist Haut. Ne, wir nehmen weißes Leder. Ist einfacher zu reinigen. Passt das hier hin? Lol, das passt sogar hier hin. Geil. So, Tisch. Jedes gute Sofa braucht einen Tisch. Wir brauchen eine nicht alt, obwohl... Nehmen wir einen großen. Nein, wir nehmen keinen großen. Wir nehmen den hier. Und zwar in diesem Holz. Nein, den nehmen wir nicht, der ist zu hoch. Ja, der reicht vollkommen aus. So. Dann kommt die Heizung doch wieder dorthin. Dann Fernsehschrank natürlich. Wo haben wir die schönen Fernsehschränke? Hier haben wir einen und hier oben war doch auch noch einer. Hier, das ist aber ein kleiner. Das hier wäre ein großer. Das sieht ein bisschen besser aus. Oh! Holy, ist das groß! Nein, dann nehmen wir uns doch das kleine Teil. Hier. Ach nee, rot muss nicht sein. Wir bleiben bei dem Holz. So. Fernsehschrank dort hin. Und natürlich der Fernseher muss drauf. Nehmen wir so ein, so ein, so ein oder so ein. Wir nehmen so ein. Der hängt nämlich schön an der Wand. Ich hoffe, das ist jetzt auch richtig rum. Ja. Könnte man sogar noch ein bisschen höher machen. So. Gottes Willen. Die Fernbedienung natürlich. Ja, Fernbedienung, genau. Leg mal dahin. Was brauchen wir noch? Ein DVD-Player natürlich. Warum nicht? Der kommt dorthin. Und das Wichtigste für jeden Zocker. Eine Konsole. So, das haben wir jetzt alles. Jetzt kommen noch die Boxen. Kommt da eine hin.
Und da eine hin. So, die Controller für die Konsole. Die müssen wir uns hier unten holen. Wir kaufen gleich mal zwei. Eins. Zwei. So, und jetzt können wir hier noch einen schönen Schrank oder Regal hinbauen. Möbel. Schränke. Was stellen wir da hin? Wie sieht's denn hiermit aus? Das ist mir zu hell. Ort, ja, ja, das hat was. So, und da kommt natürlich ein großes Regal hin. Oh, eine Vitrine. Nice. Dahin. Das ist auch ein TV-Schrank. Okay. Kriegt man die ein bisschen. Ach, das ist wieder zu dunkel. Wie würde das denn aussehen? Nee, das würde nicht so gut aussehen. Wir hatten doch hier noch so das da. Mal gucken. Nee. Dann holen wir uns nochmal diese kleine Vitrine. Ach, Vitrine sage ich schon. Kommode. Die hier in diesem Holz. So. Ja, und jetzt geht's ans Schmücken. Einmal bei Schmuggereien. Da holen wir uns natürlich ein paar Blümchen. Da eins hin. Hier, wenn, dann will ich das schon gleich haben. Da eins hin. Ja. Dann kann auf die Kommode jeweils noch ein Blümchen. Wenn es passen würde. Ja. Komisch, die passt. So. Und so. Über die andere Kommode hängen wir natürlich ein wunderschönes Bild. Und zwar das hier. Oh. Ihr habt nichts gesehen. Scheiße, da habe ich was vergessen. Das ist gar nicht gut. Welches Blau war das? War das das Eisige? Oder war das das Himmlische? Ja, das war's. Oh Gottes Willen. Ja, sehr schön. Nein, wir wollen hier nichts zumauern. So, da fehlt uns jetzt aber noch eine Uhr. Haben wir da noch? Ach nee, das ist nicht hier. Das ist bei Sonstiges bestimmt drinne. Nö. Dann bei Zubehör. Ja, da war eine Uhr. Wir nehmen aber eine moderne. So. Was haben wir denn hier noch zur Auswahl? Ein paar Bücher, toll. Bücher möchte ich aber nicht. Kuscheltiere möchte ich auch nicht.
Aber ich hatte hier zwei solche Schwäne gesehen. Oh, das sieht nicht schlecht aus. Aber wir bleiben lieber mal bei Weiß. So, die können wir da hinstellen. Jetzt kommt noch die Heizung. Wir wollen ja nicht frieren. Diese da. So. Ach Gottchen. Und die Fenster müssen wir dann noch machen. Da müssen wir uns jetzt ganz stark überlegen, wie. Machen wir Gardinen oder Jalousien? Fenster. Ich glaube, schmaler Vorhang kurz. Ja, rot muss nicht sein, orange auch nicht. Ne, das auch nicht. Nee. Da bleiben wir lieber bei blau. So, Gardinenstange anbringen. Oh, das ist sogar eine moderne. Das gefällt mir. Ja, und das gleiche machen wir da drüben auch noch mal. So, erst die Gardinenstange. Jetzt ist die Frage, kann ich das Haus auch später verkaufen, wenn ich das jetzt als Büro nutze? Das ist eine gute Frage. So, und hier haben wir das Schlafzimmer. Hier brauchen wir nur ein Einzelbett und eigentlich ein Kleiderschrank. Erstmal die ganzen Jalousien überall anbringen. Bleibst du bitte zu? So, nächste Jalousie ran. Und diese hier noch. War, wie, wo, weshalb richten wir jetzt unser Schlafzimmer ein? Wir können ja mal gucken. Haus. Nein, nicht das. Möbel. Betten. Kinderbetten. Nein. Einzelbett. Es gibt keine wirklich schönen Einzelbetten hier. Außer das hier vielleicht. Hallo? Warum? Ja, ich muss es nicht verstehen. Ich muss es nicht verstehen. So, unser Bett stellen wir hier hin. Hallo? So. Ja. Bett. Ein Nachtschränkchen brauchen wir noch. Nachttisch. Kann man das hier nicht irgendwie hier? Das sieht nicht schlecht aus. Und das hat auch die perfekte Höhe. So, jetzt brauchen wir noch einen Kleiderschrank. Wir sind eine Person. Wir bräuchten eigentlich bloß zwei Türen. So ein da. Aber der hier gefällt mir halt auch. Dick stellen wir hier hin.
Ja. Und weil wir es können, kommt jetzt noch ein kleines Highlight. Und zwar natürlich erst einmal das hier wieder. Und es kommt ein Fernseher im Schlafzimmer. Dass wir auch abends schön im Bett liegen können, um uns mal einen Film anzugucken. Hängt richtig rum. Fernbedienung. Da. So. Ja. Sieht doch recht nice aus. Haben wir noch ein Bild, was wir uns. Ja, hier, komm, so ein nackter Frauenrücken. So. Dort kann auch noch was hin. Da hängen wir uns hin. Das da. So. Ja. Schlafzimmer für eine Person. Und das Wichtigste. Also, ich weiß nicht warum, aber irgendwie, ich vergesse das immer. Wir brauchen eine Nachttischlampe. Aber wo finden wir die jetzt? Ist die hier mit drinne? Nein. Warum? Ach, Lampen. Ja, gut. Ich habe nichts gesagt. Schreibtischlampe, Schreibtisch. Nachtlampe. Das ist aber eine große. Die sieht cool aus. Oh, geil. Ja. So, unser Haus ist jetzt demnach fertig. Das freut mich. Warum ist hier Licht an? Wir können ja mal die hier anmachen. Hallo? Ach, die machen hinten das Licht an. Ah. Aber wir können uns hier irgendwann mal noch was an die Wand machen. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch immer gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.